Guten Tag, meine sehr geehrten Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich begrüße Sie zu unserer zweiten digitalen Besprechung, die wir hier als Literaturhandlung heute in einem Format aufzeichnen, das für uns auch eine Premiere ist. Und zwar haben wir als Gast Herrn Meyer aus Zürich zugeschaltet und neben mir sitzt Herr Steven Gutmann und meine Person, die wir hier in der Literaturhandlung im Jüdischen Museum München sind. Wir freuen uns, Sie heute begrüßen zu dürfen, Herr Meyer, und wir hoffen, dass wir ein sehr aufschlussreiches, spannendes und informatives Interview und eine Besprechung Ihres neuesten Buches gemeinsam für unsere Zuschauer hier erstellen. Thomas Meyer, geboren 1974 in Zürich, aufgewachsen anschließend in Mellingen und Wädenswil, auch in der Schweiz. Er ist beruflich gestartet als Werbetexter und seit 2012 als Autor bekannt und für mich berühmt geworden mit dem Buch Wolkenbruchs wunderliche Reise in die Arme einer Schicksal. Dieses wurde sogar für Netflix verfilmt, in die ganze Welt versendet und er hat auch das Drehbuch hierfür geschrieben. Judentum und Antisemitismus begleiten ihn schon sein ganzes Leben. Zwar kommt das nicht in all seinen Werken vor, aber zumindest in seinem aktuellen Werk. Was soll an meiner Nase bitte jüdisch sein? Und ich freue mich sehr, dass ich heute zusammen hier mit Joshua Schmiel sitzen darf und zusammen mit Thomas Meyer über dieses Buch reden darf. Herzlich willkommen nochmal, lieber Herr Meyer. Hallo. Wir kommen gleich zur ersten Frage. Sie beginnen Ihr Buch mit der Erklärung, warum Sie es geschrieben haben. Für mich klingt das ein bisschen so wie, was ich schon immer mal sagen wollte, aber wozu ich noch nie gekommen bin oder ich konnte nie ausreden. Lässt man sie wirklich nie ausreden, wenn es um Antisemitismus geht? Nee, das ist ja eine der verteufelten Dynamiken in diesem Thema, dass fast alle überzeugt sind, nicht antisemitisch zu sein, aber doch halt sehr viele entsprechendes Gedankengut haben. Und wenn man sie dann darauf anspricht, sagt, schau, das war ein antisemitisches Klischee, dann hört es eigentlich nach dem Wort Klischee auf. Dann setzt ein Verteidigungsstaccato ein, dem man sich kaum erwehren kann. Also das Selbstbild, ich bin kein Antisemit, ist einfach zu stark. Die Kritik, doch, du könntest einer sein, ist so unerwünscht, da kann ich dann nicht mehr weiterreden. Das ist meine Erfahrung. Ich habe nur ganz wenige, und ich meine wirklich wenige, etwa 5 Fälle erlebt, in denen die Leute bei einer solchen Kritik meinerseits, so einem Hinweis, wirklich stumm geworden sind und erschrocken sind auch ab sich selbst und gefragt haben, ja, warum ist denn das antisemitisch und wirklich sich überlegt haben, was Sie da erzählt haben. Und alle anderen, und damit meine ich ungefähr ja, 695 andere, haben insistiert, doch, das ist so, doch, ihr seid so. Und an deiner Gegenwehr sieht man ja, wie rechthaberisch ihr seid. Und wenn du so tust, dann brauchst du dich nicht wundern über den Antisemitismus. Das ist die häufigere Reaktion, die übliche, die normale. Das heißt, wenn man darauf eingeht, erreichen Sie durch diese, ich sag mal, durch das Erklären, durch das Eingehen auf Vorurteile bei den Angesprochenen relativ wenig. Aber meine Frage an Sie wäre, hilft es Ihnen denn, wenn Sie es jetzt mal ausschreiben dürfen? Sie haben sich ja etwas von der Seele geschrieben. Dieses Buch ist ja bestimmt auch dafür ein Beispiel, dass Ihre Fragestellung, Ihre Erfahrung nicht auf die Schweiz alleine sich beschränken, sondern ich glaube, fast jeder jüdische Mensch hat diese Erfahrung in fast jedem Land dieser Erde so oder so gemacht. Wie geht es denn Ihnen damit? Geht es Ihnen dann besser, nachdem Sie das so formulieren und mal auch anhand dieser Beispiele und dieses Buch ist so ein bisschen, ich will gar nicht sagen anekdotisch, weil es sind keine Anekdoten, aber es sind so immer Kurzbeispiele, in denen Sie jedes Mal auf etwas eingehen
Und wie fühlen Sie sich jetzt, nachdem Sie das vollbracht haben, nachdem Sie auch vor allem, und das ist, glaube ich, sehr wichtig, ja, ein immenses Feedback dazu bekommen haben? Danke der Nachfrage. Ich fühle mich immer noch nicht gut, aber wesentlich besser. Ich wünschte, ich hätte das Buch nicht schreiben müssen. Geschrieben habe ich es, weil tatsächlich mir das auf der Seele lag. Aber Antisemitismus ist ja nicht nur verletzend, sondern auch wirklich einfach wahnsinnig ärgerlich. Also diese Klischees, die da, mit denen man da konfrontiert wird, die sind ja meist wirklich einfach derart absurd, dass ich mich auch in meiner Intelligenz beleidigt fühle. Und eben das Beharren drauf und dann diese Umkehr, dass man beleidigt ist, weil man kritisiert wurde, das alles finde ich sehr ärgerlich. Aber ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass meine Verärgerung, meine Verletzung, die interessiert ja eigentlich nicht. Und mit der erreicht man ja auch nichts. Also wenn ich jemanden ins Unrecht versetze, selbst wenn er es ist, das erzeugt ja in den meisten Fällen, wie vorhin gesagt, keine Einsicht und schon gar keine Verhaltensänderung, sondern einfach Gegenwehr. Das kennen wir aus den besten Beziehungen. Und ich machte es mir zur Aufgabe, innerlich über meine Gefühle hinauszutreten, aber auch äußerlich, indem ich eben nicht eine Anklageschrift verfassen wollte, die wäre nutzlos gewesen, sondern ein Angebot. Ich wollte ein versöhnliches Angebot erarbeiten, indem ich sage, schau, was hier passiert, das ist nicht gut, aber ich glaube, du kannst gar nichts dafür, sondern hast dir einfach noch nicht wirklich genug dazu überlegt. Und ich möchte dir jetzt helfen, damit wir besser miteinander auskommen, die nötigen gedanklichen Schritte zu tun. Am Ende des Buches mache ich ja, nehme ich mich ja nicht aus von der ganzen Problematik. Diese Schritte, die muss ich ja auch tun. Wir alle haben diskriminierendes Gedankengut in uns. Das ist eine Tatsache. Und die Diskussion kann nur geführt werden, wenn wir das akzeptieren. Wenn wir sagen, ja, ich bin auch Rassist, ich bin auch Sexist. Die Frage ist, wie ich damit umgehe. Merke ich es frühzeitig, früh genug, oder merke ich es nicht mal, wenn ich sogar eine betroffene Person konfrontiere und die wirklich sauer wird? Das ist die Frage. Wie gehen wir damit um? Und das war mein Angebot und das ist natürlich erst möglich, wenn ich einigermaßen abgekühlt bin. Sie haben das jetzt zu Papier gebracht und Sie sagen abgekühlt. Führen Sie denn noch Diskussionen wirklich mit Menschen in diesen Live-Begegnungen und schaffen Sie es dann auch abgekühlt zu bleiben oder sagen Sie, mit den meisten diskutieren Sie schon nicht mehr, wenn man sagen kann Diskussion? Ich muss ja sagen, Corona war ein großer Segen, denn ich halte mich dadurch deutlich weniger im öffentlichen und sozialen Raum auf. Und das heißt, allein aus technischen Gründen bin ich schon wesentlich weniger mit Antisemitismus konfrontiert. Dazu kommt, dass ich mittlerweile 47 bin und ohnehin weniger Leute sehe als früher. Das hilft ja dann auch in diesem Zusammenhang. Aber das heißt nicht, dass ich jetzt geschützt bin. Es kommen immer wieder mal Bemerkungen, verunglückte Witze. Und ja, doch, ich sage schon was. Und nein, ich bin natürlich nicht cool. Es verletzt und ärgert mich wie ehedem. Als ich 10 war, 15, 30, es ist immer gleich. Die Gefühle sind immer gleich. Und dazu kommt natürlich auch eine gewisse Abnutzung, sage ich jetzt mal. Ich kann es jetzt wirklich echt nicht mehr hören. Das ist so. Aber eben, ich, dank dieser Pandemie sehe ich einfach wirklich viel zu wenig Leute und bin viel zu selten unterwegs, um jetzt noch ein realistisches Bild abgeben zu können zu meinem Verhalten in diesem Umfeld. Das ist ein sehr interessanter Punkt, Herr Mayer, weil Sie
einerseits sehr subjektive Eindrücke schildern und so ein Buch, besonders wenn es von jemandem veröffentlicht und geschrieben wird, wie Sie, die Sie ja in gewisser Art und Weise eine Person des öffentlichen Lebens sind, auch in dem Thema durch Ihre vorherigen Werke und den genannten Film und alles eine doch eigentlich schon eine sehr gute und repräsentative Präsenz in der Öffentlichkeit haben, dass man auch daraus ableiten möchte, was will uns das sagen? Und Sie haben selber gerade gesagt, Sie gehen am Ende darauf ein, dass Sie sagen, wir sind ja alle so mit Vorurteilen behaftet. Aber ist das nicht auch ein gefährlicher Weg? Denn in normaler Vorurteilslebensweise bringt man niemanden um, greift man niemanden an und ich sag mal, nach ein paar Jahren lässt sowas nach. Bei uns im Judentum oder mit dem jüdischen Volk ist es ja so eine never-ending Story seit Anbeginn der Zeit, fast seit über 2000 Jahren, indem wir uns nicht nur ärgerlich mit dem Klischee des Anti-Judaismus, Antisemitismus, also ich weiß gar nicht mehr, ob man das heute so unterscheiden soll, natürlich ist es sprachlich ein Unterschied, auseinandersetzen soll. Und ist Ihre Message jetzt die, auf den Intellekt der Menschen, die Sie kennen, einzureden und zu hoffen, dass Sie sie verstehen? Und was ist dann die Nachricht, die Ihr Buch, Ihr Werk an die eine wie die andere Seite neben dem noch schicken soll? Welche Seiten stehen hier jetzt gerade im Raum? Die Seiten sind einmal die Anti-Semiten, Anti-Judaisten und einmal die Juden selber. Weil wenn wir uns selber auch an die Nase, also Adida, fassen sollen, ich hatte ja schon erwähnt, die ist manchmal nicht klein und manchmal nicht groß wie bei anderen. Auch das, glaube ich, ist eine sehr subjektive Einstellung. Sie adressieren das ja an beide. Sie adressieren das einerseits an diese 695 über 700, wie auch immer, wahrscheinlich sind es mehr wie 1000 in Ihrem Leben, Vorfälle, die Sie sich noch erinnern können, aber Sie adressieren sie auch in gewisser Art und Weise an die Juden, an die jüdischen Mitmenschen. Ich würde sagen, also die Juden machen ja 0,2% der Bevölkerung aus und ich würde sagen, das Buch richtet sich auch nur zu 0,2% an die Juden. Es richtet sich in erster Linie an nicht jüdische Menschen, die, und ich glaube, das betrifft wirklich alle, die ein Bild haben von den Juden. Wenn man da nachfragt, ich habe das auch an Schulen gemacht, ja, was wisst ihr denn so über die Juden? Erzählt mal. Und da kommen halt verschiedene Dinge. Es gibt begründete Ideen, wie zum Beispiel jüdische Frauen haben eine Perücke. Ja, es gibt welche, die das tatsächlich haben. Und das Spektrum geht ja dann weiter zu, die sind alle geizig, die sind alle reich und so weiter. Diese Bilder bestehen nun mal. Und ich will darauf hinweisen, dass diese Bilder eben nur Gerüchte sind. Das sind keine Tatsachen, aber sie werden ja verhandelt wie Tatsachen, sie werden verteidigt wie Tatsachen. Und dort setzt für mich das eigentliche Problem ein. Also wenn jemand glaubt, ihr Juden seid geschäftstüchtig, alle, dann ist das für mich noch nicht antisemitisch im Wortsinne, also feindselig gegenüber den Juden, sondern es ist einfach ein bisschen naiv und ein bisschen denkfaul. Es ist eine Verallgemeinerung, aber die ist an sich noch nicht gefährlich. Gefährlich und schwierig wird es dann ab dem Punkt, wo ich sage, schau, das ist ein antisemitisches Klischee und die Person nicht auf Versöhnung und Lernen aus ist, sondern auf Verteidigung umschaltet. Und dann wird ja der Jude, ich, der darauf hingewiesen hat, dass hier etwas Antisemitisches gesagt worden ist, der wird ja dann zum Feind. Den muss man bekämpfen, den muss man mundtot machen, dem muss man die Gefühle ausreden, wie auch die Fähigkeit, diese Situation richtig einzuschätzen. Und dort ist die Feindseligkeit. Und darauf will ich aufmerksam machen. Und ja, die 0,2%, die übrig bleiben, Juden und Jüdinnen sind nicht besser, nur weil sie, ich würde sagen, alle ausnahmslos Opfer von Diskriminierung waren, sind und sein werden. Auch wir haben
Klischees, auch wir haben Ressentiments, auch wir sind manchmal denkfaul, auch wir nehmen Dinge einfach entgegen und glauben sie, ohne wirklich nachzudenken, kann das sein? Da sind wir nicht besser. Also Sie unterscheiden ja auch in Ihrem Buch zwischen gewaltlosem und gewalttätigem Antisemitismus. Das ist, glaube ich, auch in der ersten Passage, aus der wir Sie gleich lesen lassen wollen, ein Hauptthema. Nur bevor wir jetzt dazu kommen, noch die Rückfrage, weil Sie sagen, viele Menschen denken, Juden sind zum Beispiel geschäftstüchtig. Das macht Sie für Sie noch nicht gleich zu einem Antisemiten, sondern nur, wenn man auch sich darauf beruft, nicht verbessert werden zu wollen? Wenn man solche Gedanken hat und sie auch ausspricht? Also, damit wir uns richtig verstehen, ich bin ja keine normative Kraft, sondern das sind meine Gedanken. Und ich empfinde es noch nicht als wirklich problematisch, wenn jemand einen Unsinn über Juden gehört hat und den kolportiert. Das heißt nicht, dass ich es billige oder als harmlos empfinde. Im Gegenteil, das sollte nicht sein. Aber das Problem beginnt für mich nicht da, denn auch ich habe schon Dinge geglaubt und kolportiert und vereinfacht und so weiter, wie wir alle. Das Problem beginnt dort, wo wir, um unser Ego zu schützen, sofort defensiv werden. Ein gutes Beispiel ist, das habe ich auch im Buch beschrieben, vor ziemlich vielen Jahren bin ich mal mit einer deutschen Frau ausgegangen und fand es damals ganz lustig, in deren Gegenwart zu sprechen wie Adolf Hitler und überhaupt Referenzen zur Nazi-Zeit zu machen. Das fand ich lustig. Sie nicht. Das hat sie mir auch gesagt. Das ist offenbar etwas, mit dem deutsche Menschen in der Schweiz gern mal konfrontiert werden. Man macht gern mal Nazi-Witze mit denen. Und sie fand es nicht lustig und hat mir das gesagt. Und da war die Weggabelung. Also bis dahin habe ich halt einfach geplappert. Ich fand es lustig. Ich glaubte, es sei harmlos. Und dann stand ich an dem Punkt, wo sie mir sagte, schau, für mich ist das nicht lustig. Das ist ein unlustiges Kapitel in unserer Geschichte und ich empfinde es nicht als respektvoll, wenn du mir gegenüber diese Scherze machst. Und glücklicherweise war meine Reaktion nicht, ach komm, jetzt hab dich mal nicht so, ist doch nur ein Witz. Das ist, was üblicherweise passiert, sondern meine Reaktion war, das habe ich mir so nicht überlegt, tut mir leid. Und ich habe es fortan unterlassen, solche Sprüche zu machen, bei ihr und auch bei anderen. Und das ist für mich der Angelpunkt. Dort entscheidet sich, in welche Richtung geht's. Eben, ich bin keine Ausnahme. Ich fand auch schon Dinge lustig und harmlos und habe sie gegenüber den Betroffenen persönlich angebracht. Das ist ja auch so eine Eigenheit. Eben, man glaubt was über die Juden, sieht einen, lernt einen kennen und dann geht's los. Man sagt ihm gleich mal alles ins Gesicht. Unerhört eigentlich, aber es kommt vor. Und ich finde, es ist nicht gut, wenn jemand ein antisemitisches Klischee kolportiert, aber wirklich schwierig ist es, wenn er es verteidigt und so tut, als wäre das eine gute, richtige Wahrheit, die Verteidigung verdient hat. Und als wäre der Kritiker ein Lügner. Dort wird es für mich wirklich sehr schwierig. Und das war auch der Bruchpunkt für diverse Beziehungen. Wenn jemand mir nicht mehr zuhört, bloß weil ich mir erlaube, ein kritisches Wort zu sagen. Aber da haben wir ja schon mal einen der Kernpunkte Ihres Buchs herausgearbeitet. Die Reflexion und die Reaktion auf die Reflexion des Angesprochenen. Also das haben wir alle gemeinsam in dieser Welt, dass wir mit einem Feedback umgehen sollten und es auch annehmen. Also das finde ich schon mal, so habe ich es auch empfunden, ein ganz wichtiges und eine sehr gute Aussage in Ihrem gesamten Schreiben. Auch wenn sie persönlich ist, glaube ich, gilt die für alles. Und das ist für jede Lebenslage zu übernehmen. Also es ist hier wird in meinen Augen ein Mechanismus beschrieben anhand der Thematik des Antisemitismus, der aber ein universaler Mechanismus ist.
ich habe vorhin die Beziehungen ins Spiel gebracht und dort merkt man es ja eigentlich am deutlichsten, mit wem man es auf der Gegenseite zu tun hat. Ist das jemand, der einfach sich für unfehlbar hält und sofort beleidigt ist, wenn nur die kleinste Kritik kommt? Oder ist das jemand, der partnerschaftlich orientiert ist und sagt, okay, ich habe meine Wahrheit, die geliebte Person hat aber auch eine. Und wenn eine Kritik kommt, dann besteht die Möglichkeit, dass die zutrifft. Damit muss ich rechnen. Entweder bin ich demütig und ebenbürtig oder ich bin arrogant und herablassend. Antisemitismus ist letztlich ein Problem von Arroganz und Respektlosigkeit und weniger, es geht weniger um Bildung, es ist leider eine Charakterfrage. Jetzt haben wir schon viel über Ihr Buch gesprochen. Ich würde vorschlagen, jetzt hören wir auch etwas direkt von Ihnen aus Ihrem Buch, wenn Sie Lust haben. Gern. Sie haben vorhin die Unterscheidung angesprochen. Die kommt nicht in der ersten Lesestelle, sondern später. Wir können gerne nochmals darauf eingehen. Ich habe mir erlaubt, zu unterscheiden zwischen einem gewalttätigen Antisemitismus, der es in die Nachrichten schafft, und dem nicht gewalttätigen, ich habe ihn gewaltlos genannt, der halt am Bartresen, am Tisch mit Freunden und so weiter, sich zeigt. Natürlich, solche Beleidigungen und Herabsetzungen sind auch eine Form von Gewalt, aber es ist nicht mit Fäusten. Deswegen habe ich das unterschieden. Und ich habe es vor allem unterschieden, weil es halt gerade in der Schweiz, wo entsprechende Polizeimeldungen selten sind, sehr viele Menschen gibt, die glauben, wir hätten das hier gar nicht. Also hier werden, man kann es überspitzen und sagen, hier werden keine Grabsteine verschmiert, hier werden keine Synagogen beschossen, hier werden keine Menschen zusammengeschlagen, nur weil sie jüdisch sind. Es kommt vor, aber es ist dermaßen selten, dass man sagen kann, es kommt nicht vor. Und aufgrund dessen glauben halt viele Leute, wir haben das Problem überhaupt nicht, generell nicht. Das ist ein Problem in Deutschland, das ist ein Problem in Frankreich, aber nicht in der Schweiz. Und es ist aber hier ein sehr starkes Problem. Ich habe viele, viele Male, wirklich hunderte von Malen habe ich Antisemitismus erlebt. Verprügelt hat mich nie einer. Es gab nie Gewalt, aber halt verbale Gewalt. Und deswegen habe ich das unterschieden, weil ich glaube, auch wenn nicht zugeschlagen wird, ist es immer noch real. Es ist immer noch Antisemitismus. Darum diese Unterscheidung. Und das erste Kapitel ist ja diese Fragestellung, es gibt eine Einleitung, dann gibt es eine Umfrage, die sich halt nun wirklich an die 99,8% wendet, richtet, die nicht jüdisch sind. An jüdischen Menschen muss ich nicht diese Fragen stellen, wie zum Beispiel, glauben Sie, dass Juden bestimmte Eigenschaften haben? Das glauben Juden nicht. Und dann geht es um die Herkunft, meine Familie, und dann um meine erste Erfahrung mit der Problematik. Ich bin an verschiedenen Orten aufgewachsen, erst am nördlichen Ende der Stadt Zürich, dann in Mellingen, einem putzigen Städtchen im Kanton Aargau, und schließlich in Wädenswil, einer Gemeinde am Zürichsee, die schon damals weit über ihren historischen Kern hinaus auf die umliegenden Hügel geklettert war und diese heute fast vollständig bedeckt. Meine Mutter ruft mir regelmäßig in Erinnerung, wie unser Umzug dorthin meine Sprache auf einen Schlag verdorben habe. Schon nach dem ersten Tag an der neuen Schule sei ich mit einem ganzen Bündel von Obszönitäten nach Hause gekommen. Sie sagt das mit solcher Empörung, als wäre es nicht die Entscheidung meiner Eltern gewesen, den Wohnort zu wechseln, sondern meine, einzig zum Zweck der verbalen Verrohung. Eigentlich sagt meine Mama alles so, als hätte ihre Mischpuche es nur darauf abgesehen, ihr das Leben schwer zu machen. Das ist immer sehr lustig und wenn wir lachen, fühlt sie sich in ihrem Verdacht bestätigt und guckt noch geknickter. In der Sache traf ihre Beobachtung allerdings zu.
Im Zürcher Umland war der Ton in der Tat rauer als im beschaulichen Kanton Aargau, zumindest nach meinem Empfinden. Meine neuen Mitschüler führten sich auf wie kleine Filmschurken, denen ein bleicher, dünner Junge mit Brille wie gerufen kam. Und meine neue Lehrerin war eine dürre, bösartige, schon ältere Frau, die militärischen Gehorsam forderte, einen beim geringsten Fehler an den Haaren riss und leidenschaftlich gern aus dem Hinterhalt Kopfnüsse verteilte. Glücklicherweise wechselte ich bald von der dritten in die vierte Klasse und damit zu einem anderen Lehrer, einem rundlichen, freundlichen und gerechten Mann mit dicker Hornbrille. Eines Tages erzählte er, wie seine Frau in einer Metzgerei eingekauft und über die hohe Rechnung gestaunt habe, mit den Worten, das seien ja Preise wie bei den Juden. Das sagt man so, ergänzte mein Lehrer obenhin. Der Metzger habe seiner Frau darauf kühl geantwortet, sie stehe tatsächlich gerade in einer jüdischen Metzgerei. Ich weiß nicht mehr, warum mein Lehrer die Anekdote vortrug, ob es zuvor um die Juden oder um seine Frau gegangen war, aber indem er es als etwas Normales und Harmloses darstellte, hohe Preise als jüdische Preise zu bezeichnen, erteilte er seinen Schülerinnen und Schülern die unausgesprochene Erlaubnis, es selbst auch so zu sehen und zu sagen. Sogar ich fragte mich, ob mein Gefühl, dass man das eben gerade nicht so sagen sollte, womöglich unberechtigt sei. Schließlich hielt ich große Stücke auf den Mann. Einige Zeit später empfahl mir ein Nachbar, ich solle den Inhaber des Fotogeschäftes in unserem Dorf, bei dem ich eine bestimmte Kamera kaufen wollte, doch einfach runterjuden, dann bekäme ich sie bestimmt günstiger. Er wusste, dass meine Mutter jüdisch ist und war offenbar überzeugt, dass dadurch auch mir mit meinen 12 Jahren die Fähigkeit gegeben war, vorteilhafte Konditionen auszuhandeln. Vielleicht sagte er es auch einfach nur so, wie die Frau meines Lehrers. Im Gegensatz zu diesem fand ich unseren Nachbarn zwar nie sympathisch, aber auch er irritierte mich mit seiner Wortwahl. Wie kommt man dazu, so zu reden? So grob und verächtlich? Ich kapierte es nicht. Die Witze meiner Mitschüler verstörten mich noch viel mehr. Sie handelten von vergasten und verbrannten Juden. Was sollte daran lustig sein? Aber meine Kameraden lachten sich kaputt, während ich still daneben stand und Bauchschmerzen hatte. Jedes Mal, wenn jemand etwas gegen die Juden sagte, verspürte ich diesen glühend heißen Stich. Es reichte sogar, wenn jemand etwas über die Juden sagte. Meist machte es sowieso keinen Unterschied. Irgendwann hatte ich begriffen, dass meine nicht-jüdische Umgebung ein ziemlich genaues und obendrein ziemlich schlechtes Bild von den Juden hatte und dass jederzeit mit Hinweisen zu deren Verschlagenheit zu rechnen war. Während meiner ganzen Kindheit und frühen Jugend sagte ich jedoch nie etwas dazu. Ich wusste nicht was. Eigentlich fehlen mir bis heute die Worte. Also dieses Irgendwann, das war ungefähr mit 12. Da war mir schon klar, ich gehöre einer Gruppe an, die klein ist, und die große Gruppe von all den anderen findet diese kleine Gruppe nicht so toll. Das habe ich gemerkt. Ja, das ist eines Ihrer authentischen Aussagen, die Sie ja in Ihrem Buch die ganze Zeit irgendwie wiederholen, Ihre persönlichen Erfahrungen. Wie ist denn eigentlich die Meinung Ihrer jüdischen Mutter zu Ihren Erfahrungen? Bestärkt sie sie? Wiegelt sie sie ab? Sie reden da relativ wenig rum, aber in Ihren anderen thematischen, im Film und so, spielt sie ja eine tragende Rolle. In diesem Buch nicht so sehr. Deswegen würde es uns interessieren, was sagt Ihre Mammel zu all dem, was Sie da geschrieben und erfahren haben? Also im Film wird wohl eine Mamme gezeigt, und wie sehr meine Mamme da jetzt in dieser Figur verankert ist, darüber müsste man vielleicht an anderer Stelle diskutieren. Gerne. Wissen wollen, wie meine Mutter zu meinen Erfahrungen stand. Ich ganz ehrlich, ich habe die eigentlich praktisch alle an ihr vorbeigeschmuggelt. Sie hat viel erzählt über ihre eigenen Erfahrungen,
die waren derber als meine. Meine Mutter wurde wirklich geplagt von Mitschülern in den 50er Jahren, 40er, 50er Jahren. Meine Großmutter wurde auch noch durch die Straßen gejagt mit Saujude, Saujude rufen. Sowas ist mir nicht passiert. Aber bei meiner Mutter war das so präsent, dass sie, und in der Folge bei mir natürlich auch, dass ich sie verschont habe. Ich habe ja all diese Dinge nicht erzählt. Erst in dem Buch ist ihr aufgefallen, dass es mir genau gleich ergangen war. Und sie hat mir dann die Frage gestellt, warum hast du nichts erzählt? Und ich habe ihr gesagt, weil du schon genug gehört hattest. Für dich allein. Du brauchtest nicht auch noch meins. Und ich glaube, es ist für eine Mutter, auch für einen Vater, aber jetzt in diesem Fall für eine jüdische Mutter, die schon selber Erfahrungen gemacht hat, verheerend, wenn sie merkt, dass ihr Kind das Gleiche erleben muss. Ihre Erlebnisse sind, glaube ich, nicht nur für ihre jüdische Mama sehr einprägsam und man hat einen Wiedererkennungswert. Viele Juden werden wahrscheinlich, wenn sie dieses Buch lesen würden, auch wenn es nur 0,2% der Leser dann sind, sagen, das kenne ich auch so. Und Sie beschreiben ja, dass Sie hunderte dieser Erfahrungen gemacht haben und da werden viele nicken und sagen, das kenne ich auch. Und wir sind froh, Sie sagen am Ende des Kapitels, Ihnen fehlen die Worte, dass Ihnen die Worte heute und auch in den letzten Jahren zu diesem Thema auf jeden Fall nicht mehr fehlen, weil ansonsten wäre das Buch so nicht zustande gekommen. Wir hatten schon angesprochen, Herr Mayer, gewaltloser Antisemitismus und gewaltvoller Antisemitismus. Da haben Sie auch was vorbereitet. Wollen wir vielleicht gleich einsteigen und dann noch über das Thema auch gleich reden? Gern. Also das ist eigentlich, kommt das gerade hinterher, diese Unterscheidung. Und ich sage hier was dazu, indem ich einen hypothetischen Dialog mache, die mit Sätzen eines Antisemiten, eines typischen Antisemiten. Die sind ja alle kursiv. Ich versuche das jetzt durch die Intonation wiederzugeben. Dieses Gespräch, dieses hypothetische Gespräch mit dem Antisemiten und dem Juden, das wäre dann hier ich. Der gewaltlose Antisemitismus hat es deshalb so schwer, als Antisemitismus erkannt und anerkannt zu werden, weil diejenigen, die ihn ausüben, sich nicht als Antisemiten definieren und weil er keine sichtbaren Spuren hinterlässt. Er geht nicht mit Absicht und Fäusten gegen Juden vor, sondern unbewusst und verbal, wodurch seine Repräsentanten sich mit dem Verweis auf das Recht auf freie Rede, die Verschiedenheit der Ansichten, den Humor oder ein simples Missverständnis von jeglichem Verdacht befreien können. Dabei macht der gewaltlose Antisemitismus genau die gleichen, über Jahrhunderte kultivierten, pauschalisierenden Zuschreibungen wie der Gewalttätige, schenkt ihnen ebenso viel Glauben und ist genauso von der irrigen Idee überzeugt, dass die Juden ein homogenes Kollektiv darstellten, dessen Individuen dieselben spezifischen Merkmale besäßen, durch die sie eindeutig von den Nichtjuden zu unterscheiden seien. Ihr Juden seid alle geschäftstüchtig, nicht wahr? Der gewaltlose Antisemit formuliert seine Ansichten gern als Frage. Das wirkt, als stünden sie zur Diskussion und die adressierten Juden in der Pflicht, an dieser teilzunehmen. Tatsächlich ist seine Meinung längst gemacht und er konfrontiert die Juden nur damit, weil er hören will, dass sie richtig und über alle moralischen Zweifel erhaben sei. Nein, antwortet der Jude, einige schon, aber die meisten nicht, genau wie bei euch Nichtjuden. Doch, ruft der gewaltlose Antisemit und klingt bereits ziemlich genervt, ihr seid geschäftstüchtig, weil euch im Mittelalter nur der Geldverleih erlaubt war. Er belegt seine Behauptungen mit weiteren Geschichten, die er mal irgendwo gehört, aber nie überprüft hat, und präsentiert die Ergebnisse, als würden sie zwingender Logik folgen. Wie dem auch sei, sagt der Jude, mit den heutigen Juden hat es nichts zu tun. Oder sind etwa alle schwarzen Amerikaner gute Gärtner, weil ihre Vorfahren gezwungen waren, auf den Baumwollfeldern zu arbeiten?
sagt der gewaltlose Antisemit. Der war gut, ihr seid eben schon schlagfertig. Diese Verallgemeinerungen werden der realen Vielfalt nicht gerecht, erklärt der Jude. Schau mich an, ich bin zum Beispiel überhaupt nicht geschäftstüchtig und habe auch keine große Nase. Oh, dich meine ich auch nicht, sagt der gewaltlose Antisemit herzlich. Du bist völlig in Ordnung. Ich meine die Juden ganz oben, die in der Finanzwelt. Der gewaltlose Antisemit ist gern bereit, zwischen der löblichen Ausnahme und der skandalösen Regel zu differenzieren, zementiert aber genau damit den Wahrheitsanspruch des Vorurteils, indem er es zur unsichtbaren Norm erhöht. Es könnten 100 zerlumpte Juden vor ihm stehen und ihr weniges Brot mit ihm teilen. Sie wären immer nur rare Abweichungen von einer Gesetzmäßigkeit, die besagt, dass Juden mächtig, reich und geizig sind. Auch das Bild des weltenlenkenden Geldjuden ist ein antisemitisches Klischee, entgegnet der Jude. Du kolportierst exakt, was die Nazis erzählt haben. Jetzt musst du aber aufhören, ruft der gewaltlose Antisemit traurig. Mit den Nazis will er nichts am Hut haben. Dass er wie einer redet, entgeht ihm. Also ich glaube, das ist wirklich der Kern der Problematik. Man will kein Nazi sein und gleichzeitig kann man wie einer reden und denken und argumentieren. Das geht. Ich bin auch immer wieder überrascht von dieser Parallelität. Aber irgendwie ist das möglich. Ist das vielleicht dann historisch gesehen die Meinung oder das Meinungsbild über Juden, so die ersten Fake News, die es bis heute über 2000 Jahre geschafft haben, am Leben zu bleiben? Was genau? Entschuldigung, ich habe die Frage nicht. Die Klischees, die Bilder, die Sie gerade in Ihrem Diskurs zwischen dem ominösen Antisemiten und den Juden gezeigt haben. Das ist ja ein Potpourri, wenn man so will, durch Jahrhunderte, Jahrtausende von Fake. Ich wollte jetzt extra mal den Begriff, um hier auch eine Parallelität zu heute zu ziehen, wie ohnmächtig man solchen Klischees gegenüberstellt. Egal, ob sie vom Minnesänger, von der Kirche, von wem auch immer kolportiert werden. Sie sind irgendwo Allgemeingut, in Anführungszeichen, egal ob das wahr ist oder nicht. Und gegen sowas ist es immer sehr schwierig zu stehen. Wir wissen als jüdische Gemeinschaft, dass es nicht nur schwierig ist, sondern es hat nichts mit Realitäten und nichts mit Fakten zu tun, sondern es sind einfach Fake News. Das ist absolut korrekt. Und das Fiese, das Perfide daran ist ja, je mehr die kolportiert werden, umso mehr Gewicht bekommen sie auch. Es ist wie so eine Lawine, die immer dicker wird. Und wenn man dann dagegen antreten will, tritt man ja auch gegen 2000 Jahre übler Nachrede an. Und es ist klar, wer da gewinnt. Wo das größere Gewicht liegt, auf jeden Fall. Aber ja, es sind keine Fakten. Und deswegen frage ich ja auch immer nach. Irgendwann habe ich aufgehört zu widersprechen, weil ich wusste, das bringt nichts. Das ist absolut sinnlos, sondern aus Verzweiflung und Neugierde gab es diese eine Begegnung, wo ich wieder mal hörte, aber die Juden sind doch geschäftstüchtig. Und ich wollte schon ansetzen, habe dann gemerkt, nee, das kannst du dir sparen. Aber woher will die das eigentlich wissen? Ich habe gefragt, woher wissen sie denn das? Ich habe so lange gebohrt, das kam ja, auf das eine Klischee wird einfach das nächste gestapelt. Und das wird da verargumentiert mit, das ist so, das weiß man. Aber wir landeten dann bei ihren Eltern am Esstisch. Dort wurde das gesagt, die Juden sind. Und ich glaube, das ist etwas ganz Fatales, dass Kinder ihren Eltern einfach ziemlich lange jedes Wort glauben. Also es dauert ja eher lange, bis man merkt, dass die Eltern nicht unfehlbar sind, nicht ohne Widerspruch, nicht nur gut, sondern sich auch oft irren und manchmal problematische Motive haben. Da muss man ja mindestens 8 Jahre alt werden. Und während dieser ersten 8 Jahre nimmt man aber alles demütig entgegen. Was auch immer die sagen, wird geglaubt. Und wenn die Eltern sagen, die Juden sind alle geizig. Es hat also alles ganz viel, Sie schreiben es ja auch in die Richtung, mit Prägung zu tun. Prägung durch die Eltern.
Und mit Ihrem Buch geben Sie auf jeden Fall neue Denkansätze und vielleicht kann auch in höherem Alter der ein oder andere mit den Fragen, die Sie stellen und den Bildern, die Sie in die Köpfe der Menschen versetzen, neu geprägt werden. Das ist der Wunsch, den Sie mit diesem Buch haben? Ja, das wäre natürlich schön. Also nochmals, ich bin kein Wissenschaftler. Ich habe nicht über Jahre geforscht mit unzähligen Probanden, sondern es ist eine subjektive Erzählung und ein Versuch zu verstehen, was hier genau passiert und warum. Und ich erkläre mir die Dinge so. Ich glaube, da habe ich tatsächlich doch einige Leute gefragt und viele Gespräche geführt. Ich glaube, dass Vorurteile in früher oder auch späterer Kindheit verankert werden. Und nachher ist der Geist dann doch differenziert genug, um nicht einfach alles zu glauben. Aber diese absurden Dinge über die Juden, ich glaube, die haben nur eine Chance, weil sie halt so früh in die Köpfe gesetzt werden. Das ist meine Vermutung. Und wenn dieses Buch es schafft, in einem solchen Kopf, in dem diese Dinge gesetzt wurden einst, dass der betreffende Mensch da genau hinschaut und sich fragt, woher weiß ich das eigentlich? Oder woher glaube ich es zu wissen? Es ist ja kein echtes Wissen, sondern es ist ja eine Überzeugung. Aber woher stammt die? Und wenn man sie dann aufsucht und vorfindet und beleuchtet und merkt, hey, das ist keine Tatsache, das ist etwas, was meine Eltern mir gesagt haben. Das ist ein Gerücht, das die kolportiert haben. Und das hätten sie nicht tun sollen, weil es einfach nicht stimmt. Ich lege dieses Gerücht aus meinem Verstand heraus. Ich lege es ab. Ich will es nicht mehr haben. Wenn dieses Buch das schafft, bin ich ein glücklicher Mann. Sollte Ihr nächstes Buch zum Thema dann aber vielleicht nicht ein Kinderbuch sein? Doch. Und zwar zu dem Thema. Ich habe ein Bilderbuch gemacht zu einem ganz anderen Thema. Da ging es um Aufklärung und Geburt. Ich habe mir aber überlegt, dass ich eigentlich diese Botschaft in ein Erstlesealterbuch verankern möchte. Und der Text ist schon, den gibt es schon, der ist noch nicht fertig, weit davon entfernt, aber er ist in Entstehung. Weil ich eben gerade glaube, dort passiert der ganze Mist. Und das Interessante ist ja, eigentlich findet das ja niemand gut. Also Leute, die finden doch, Juden sind scheiße, minderwertig. Die sind ja zum Glück wirklich sehr rar. Leute, die finden Holocaust super Sache, könnte man gleich nochmals machen. Das sind wirklich ganz, ganz, ganz wenige. Die meisten finden, nein, das ist nicht gut. Rassismus ist nicht gut, Antisemitismus ist nicht gut, Sexismus ist nicht gut. So sehr überzeugt sind wir in der großen Menge, dass wir auch überzeugt sind, wir seien selbst nicht davon betroffen. Wir finden es wirklich schlecht. Wir wissen, es ist uncool. Und ich glaube, wenn wir an diesen Punkt gehen und fragen, hey, liebe Nichtjuden, ihr möchtet ja auch nicht, dass so über euch gedacht und gesprochen wird. Wenn die Leute das einsehen, dann ist viel gewonnen. Also, ich finde es wahnsinnig interessant, dass wir das jetzt auch als zweiten Punkt herausarbeiten konnten. Und wir erhalten dann, hoffe ich, das Privileg, Sie als Erste interviewen zu dürfen, sobald dieses Kinderbuch herauskommt. Weil das ist ja jetzt durch Herrn Guttmann herausgearbeitet worden, dass dieses Projekt steht. Also damit ist es verpflichtend. Und ich glaube, wir sind da auch alle einer Meinung, dass eine Veränderung nur mit Menschen in einem Alter stattfinden kann, die noch nicht absolut geprägt sind, wo man nicht diesen Überzeugungskampf führen muss, sondern wo man noch über verschiedene Wege an die Seele, an den Charakter herankommen kann. Und da sind wir unwahrscheinlich gespannt, wie Ihr Buch ausschaut, weil ich glaube, Sie haben ein sehr starkes Talent. Also durch das, was ich lesen und gesehen habe von Ihnen, Sie sind humorvoll. Sie können das mit einer gewissen, diese Schwere des Themas
in einer gewissen Leichtigkeit rüberbringen, die es überhaupt nicht leicht ist, das Leute anspricht. Und da haben sie ein Privileg und deswegen müssen sie kein Wissenschaftler sein, sondern ich glaube, wir hier empfinden ihr Buch als erfrischend mit so einem schweren Thema. Also jetzt nicht aufheiternd, nicht unterhaltsam, aber auch nicht so schwer, dass es einen erschlägt, sondern es gibt zum Denken. Und das ist etwas sehr, sehr Positives, Herr Mayer, was wir wirklich auch als Empfehlung für jeden, die 0,2 und die 98 und die 99,0, also 99,8%. Ich finde es wirklich, dass Sie da was Großes machen auch. Und viele kleine, großen Schritte, die subjektiv sind, können nur diese Welt verändern. Und Sie haben hier zwei ganz stark getragene Säulen. Das ist das eine, reflektier mit dir selber. Und das andere, fang früh genug damit an, dass du die Prägung unterbrichst, die negativ sein kann. Also da danken wir Ihnen wirklich sehr, dass wir erstens die Gelegenheit hatten, mit Ihnen hier so ein, ich hoffe auch für Sie, erfrischendes und sehr, sehr interessantes Interview zu führen. Und ich bin sicher, es ist hier wahrscheinlich Ihr 105. Aber behalten Sie es mal als Literaturhandlung, Privileg, dass wir Ihr erstens Ihr neues Buch dann auch sehr schnell hoffentlich in Händen halten dürfen, das wir dann auch gerne mit Ihnen besprechen. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie Sie an das Thema, weil ich glaube, Kinderbücher sind ja noch schwerer wie Erwachsenenbücher, wie Sie an das Thema rangehen. Wenn es um sowas geht, aber ich glaube tatsächlich, dass Kinder wirklich empfänglich sind für die Botschaft, hey, es gibt keine Unterschiede zwischen uns. Das ist doch ein toller Schlusssatz. Hey, es gibt keine Unterschiede zwischen uns.